So, sehr schön, dann herzlich willkommen zurück zum Osmanischen Reich mit Rosales 4 oder andersrum, wie auch immer man das sagen will. Wir führen gerade einen etwas komischen Krieg gegen Usbekistan, die Goldene Horde. Hier auf unserer Seite funktioniert eigentlich alles ganz cool, obwohl wir eh nichts tun. Unsere Truppen sind noch größtenteils im Timuridenreich. Wir haben diese kleine Provinz, um einen Anspruch auf Belutschistan zu fingieren. Diese Provinz müsste schon in Asien sein, genau. Die kann ich jetzt nicht koren, genau. Dann müssen wir noch schauen, wie wir das genau machen. Das ist allgemein eine come on. Allgemeine Taktik, die man für solch, die man in Spielen, wo man viel koren will, zum Beispiel wenn man eine wirkliche Welteroberung ohne viele Vasallen machen will, zum Beispiel. Ist zum Beispiel auch hier der Fall, das müsste ja zum Beispiel alles Afrika sein hier unten oder Asien und dann hier unten Afrika. Ich habe zum Beispiel keine Landverbindung hier oder hier runter. Das heißt, ich kann das alles sehr billig koren, weil es Übersee ist. Also ich kann jetzt zum Beispiel in zwei Kriegen unendlich viel von dem, große Teile von den Mamluken fressen. Das bringt mir jetzt nicht weniger Warscore, weil für die Mamluken ist es ja nicht Übersee. Aber ich kann es billiger koren, weil es Übersee ist. Dann aktiviere ich einfach Syrien, dann ist es nicht mehr Übersee. Dann kann ich auch die lokale Autonomie wieder verringern. Ist so eine Sache, die man sich überlegen muss. Mal schauen, wie wir es bei Indien eventuell sogar machen werden. Ist durchaus möglich. Jemen, Natsch und Malwa. Natsch ist ein ganz cooler Vasall, wenn es darum geht, Sachen zu konvertieren. Was? 147? Wofür denn? Ist doch alles Dreck hier unten. Unglaublich. Weil die Natsch in der Missionarstrecke bloß 5 in Tradition haben. Das ist schon. Zieht rein. Kleine Information zum Natsch-Achievement. Es gibt das Achievement Jihad mit Natsch, was wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum sie so viel. Das habe ich richtig gemacht, dass die dann nicht über Persien sei ihr Dings fliehen, okay. Medina haben sie ja. Hat auch nur 3 Grundsteuer, also. Ja, wahrscheinlich wird schon passen. Wo war ich? Genau, das gibt das Jihad-Achievement, das, wo der Beschreibung steht, erobere Europa, Afrika und Asien und konvertiere sie zum sunnitischen Glauben, was vollkommener Schwachsinn ist. Das Achievement hat ganz andere Grundsätze. Erstens, man muss 500 Provinzen haben, wo die sind, ist wurscht. Und es ist auch wurscht, ob man ganz Europa, ganz Afrika oder ganz Asien hat und oder. Und du musst nicht eine einzige Provinz konvertieren. Das Einzige, was das Achievement abfragt, ist religiöse Einheit. Das heißt, man könnte theoretischweise Dschihad-Achievement machen mit Humanismus, Aristokratie. Also Humanismus bringt plus 25% religiöse Einheit und die Toleranzsachen. Dann natürlich noch mit Aristokratie gibt es noch eine Richtlinie, die nochmal plus 25% religiöse Einheit bringt. Hat man plus 50 und dann hat man mit Toleranz, kann man die anderen schon irgendwie noch reinkriegen. Man kann dieses Achievement lösen, ohne eine einzige Provinz zu konvertieren. Weil das macht natürlich keiner, weil wenn man plus 5% Missionarsteiger hat, warum sollte man es tun? Aber ich finde es ganz lustig, sowas immer ab und zu mal zu erwähnen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das Reconquista Achievement machen kann, wenn man zum Katholizismus konvertiert. Das finde ich sehr, sehr schade. Perm. Die Tatsache, dass Novgorod das geschafft hat zu versaubeuteln, ist mir echt ein Rätsel. Defensivideen. Also natürlich auch keinen Platz zum Dingsen haben. Ja, ich überlege mal, ob ich mir irgendwie Perm nicht holen sollte. Ich kann sie verbünden, ich kann sie halt nie diplovasalisieren, weil da die Religionsgruppe ein Problem ist. Sogar zweimal. Wie lange habt ihr den Waffenstillstand? 15, 19. Ich habe halt echt keine Lust, Moskau nochmal anzugreifen, weil diese Zermürbung da oben, die macht mich echt fertig. Das ist der Abgrund, warum ich keine Manpower habe.
Okay. Jetzt habe ich ja Missionen. Ich habe Levante, nehme ich an. Ja, das würde schon reichen. Kann sie garantiert uns verbünden. Das macht dann auch keinen Unterschied, was von beiden ich tue. Außer, dass sie nicht mit mir angreifen können. Ich überlege mir noch, ob ich es tue zurzeit. Das ist halt wie eine diplomatische Beziehung. Wie viel habe ich denn schon? Ja, das wird sogar eigentlich gehen. Ich weiß es halt noch nicht, weil dann kann ich sie halt auch so schnell nicht annektieren oder angreifen und annektieren, wenn ich mal einen Kriegsgrund haben sollte, was natürlich eine halbe Ewigkeit dauern dürfte. Wo sind die aktiv? Im Weißen Meer. Das heißt, ich bräuchte im Weißen Meer Handelsmacht, also nicht den Hauch einer Chance. Nicht den Hauch einer Chance. Außerdem, weil ich halt immer so viel, weil ich da oben halt nicht koren kann. Tesla, das ist ja das, sonst hätte ich ja damals schon. Oh, war ich damals eigentlich nicht als Vasallen genommen, da hatte ich mit Sicherheit den Grund dazu. Ich weiß ihn nicht mehr. So, Malwa. Fußspuren des Timur. Weiß gar nicht, was das Achievement bedeutet, ehrlich gesagt. Das die Mission. Griechenland ist gerade unter Rebellion. Hier Naxos unter Bauernrebellion. Da habe ich ja keinen Waffenstillstand mehr drauf. Hat auch mal einen Anspruch drauf. Und jetzt fingiere ich erstmal den auf Belutschistan. Kann ich dich diplovassalisieren? Oh. Ich könnte Belutschistan Techno, sag ich schon, diplovassalisieren. Sollte funktionieren. Ah ja, wegen Moskau. Danke, Tesla. Hast du vollkommen recht. Dann haben die Ansprüche, dann kämpfe ich mit Belutschistan vor. Die taugt mir irgendwie gerade. Ich bin auch, muss ich kurz drüber nachdenken, aber ich glaube, die Idee gefällt mir. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, Perm zu vasalisieren. Wenn ich sie garantiere, dann kann ich sie halt eventuell nicht angreifen. Das ist halt das Problem mit dem Garantieren. Man kann sie halt eventuell Moskau in einem 5-Jahres-Fenster angreifen, indem ich sie nicht angreifen kann. Ich habe einen Rivalen zu wenig. Das ist eine Sauerei. Vielen Dank für den Hinweis. Und ich kann ihn nicht auswählen, weil ich im Krieg bin. Jetzt weiß ich auch, warum ich einen zu wenig habe. Usbekistan lässt du mich raus. Ich habe eigentlich keine Lust auf diesen Krieg. Nein. Genau. Da probiere ich jetzt eiskalt aus, Belutschistan. Mit wem bist du im Krieg? Verdammt. Das sind drei Grundsteuer. Sind und Delhi. Das wird schief gehen. Sie werden danach zu groß sein, ich kann es riechen. So, wie sieht es bei den Mamelucken aus mit Natscht und Marokko? Ich könnte schon die Levante-Mission nehmen. Ich war zumindest, bis ich Belutschistan diplovassalisieren konnte. Ja, Malwa geht leider oft durch die Decke, das ist so ein Problem. Weiß gar nicht, warum Malwa eigentlich so oft durch die Decke geht, aber irgendwie tun sie es. Und dann klare Jammen. Was mache ich mit der Handelsmacht von Perm?
Ich kriege sicherlich nicht genügend zusammen, um ihnen einen Handelskriegsgrund zu machen, weil sie ja mal mit Sicherheit schon kaum welches im Weißen mehr mit ihren drei Provinzen da hinten. Perm hat 8. Sie müssten 20 und ich 10 haben. Also es geht einfach nicht. Finde ich den Multan. Immer ein guter Sache, um in den Raum zu werfen. Ohne Krieg und ohne alles. Einfach mal Multan vernichten. Einfach mal so, weil da. Okay, 103. Garantie habe ich ihn noch nicht proklamiert, glaube ich. Genau. Oldenburgische Eroberung von Nordirland. Ja, da bist du gut beschäftigt, Moskau. Das ist mal ein interessanter Krieg für dich. Aber beachte mal dieses Oldenburg. Auch nicht schlecht. Burgund lebt sogar noch. Na, es sieht nicht gut aus für Assam. Aber sie könnten schon noch da sein. So ist es nicht. Genau, Günther muss mich beleidigen, kriege ich meinen Kriegsgrund gegen Günther. Also jetzt funktioniert es gerade mit dem neuen. Ich hoffe mal, dass da eine ihre plus 3 Grundsteuer nicht irgendwie noch reinstößen können, sonst wäre es ziemlich unlustig, wenn ich das mal so sagen darf. Die Zeit vergeht immer wesentlich schneller, wenn man die Pause raustut, habe ich gehört. Zumindest wird das Minus geringer in diesem Krieg. Interessiert mich halt wirklich nicht. Ein CB ist ein Kriegsgrund. Casus Belli. Ist unterhaltsam, dass ausgerechnet die Engländer einen lateinischen Begriff dafür nutzen. Aber es ist tatsächlich so. Aragon greift Kastilien an. Oh, mit Frankreich im Rücken. Das ist mal cool. Das ist mal cool. Ja, ja, da kommt noch einiges rein. Keine Sorge mit die beiden. Wir sind noch lange nicht am Ende in die Beziehungspushen. Also doch, fast, aber noch nicht. Nein, noch nicht. Viel können wir noch verbessern. 80, überhaupt kein Thema. Alles kein Thema. Brauchen wir eh nur noch 40. Was eine ganze Menge ist. Ich glaube, jetzt habe ich alles ausgeschöpft, außer Beziehungen verbessern. Oh Gott, dammit. Wow, oh, ich habe eine Mähtradition. Ich will die nicht verlieren. So, wenn ich Belutschistan diplomatisiere, dann brauche ich die Provinz da. Obwohl, die behalte ich jetzt mal noch. Eventuell brauche ich die für Entfernung der Grenzen. Nicht, dass da dann ein Faktor reinkommt. Ich weiß, Tesla, aber ich gehe davon aus, dass der Krieg nicht mehr lange dauert. Ich hoffe mal, dass sie nicht allzu lange brauchen, um Niedersinn zu annektieren. Oh, Delhi ist auch in dem Krieg dabei, dann dauert es wahrscheinlich. Oh, verdammt, dann dauert es wahrscheinlich wirklich ewig, so aus Prinzip. Verdammt. Wie alt ist der Krieg schon? Das sehe ich hier nicht, gell? 18 Schlachten in dem Minikrieg. Die Beziehungen sind aktuell nicht das Problem, Chaga. Ich komme schon auf 100. Es hat bloß steht auch nicht, wann er angeht. Ach. Das ist so unzureichend, diese Anzeigen. Das ist unglaublich.
Den machen wir jetzt gleich nochmal ein gutes Stück wahrscheinlicher, dass er zu uns kommt. Ich zahle gerade 11 für Sölde. Das sollte man vielleicht ändern. Nachdem ich gerade nicht direkt einen neuen Krieg anfange. Google, was ist, warum soll ich den Google spielen? Klingt ja mal sehr uninteressant. Der kann nicht zurück, weil er ja doch Karakunde noch durch die Dings durch kann. Brombeerkralle, was willst du denn wissen? Wir haben einen großen Krieg die Timuriden geführt und Persien groß gemacht. Dass wir uns vorher bei Karakunlu geholt haben. Und jetzt will ich gerade Blutschistan Diplo vasalisieren. Ne, Mongolen kann mal sein. Ich finde das interessant. Okay, wie viel dürfen wir haben als Osmane? 12, 8, 4, 8. Einen Moment. So, entschuldige, kurze Unterbrechung. Okay, wie geht's Belutschistan? 47. Oh, jetzt, ich werde wahrscheinlich irgendwas in Amerika spielen, ob es jetzt direkt die Azteken sein werden, muss ich zeigen. Korfu ist zu niedrig, sehr schön. Ich wollte eigentlich mal was konvertieren. Okay. Ob ich einen Amerikaner in den Kolonialisierer spiele, weiß ich nicht. Ich finde Kolonialisierung irgendwie immer nicht so spannend. Ich weiß nicht, ob das so viel spannender wird mit den neuen Sachen. Mit Autoerkundung und ähnlichem. Hallo Enchirate. Schön, dass du da bist. Ja, wenn überhaupt, mache ich es nicht vorher, Pavel. Das hat gar nichts zu tun. Was soll mit Mayo in Texas sein, Tessel? Eine etwas genauere Fragestellung wäre hilfreich. Es gibt die Modifikation. Ich habe sie schon mal gespielt. Mehr weiß ich gerade nicht. Ist sie irgendwie nicht mehr da oder was meinst du? Oder ist sie oder funktioniert sie zurzeit nicht? Ich weiß es nicht, worum es geht. Schon lange nichts mehr davon gehört, muss ich gestehen, weil ich es einfach zurzeit nicht so das große Interesse dran habe. Mein letztes Spiel mit Mayo in Texas war etwas wenig spaßig, muss ich gestehen. Hier haben wir jetzt im Forschen auf 15-15 gewartet, damit wir hier bloß noch plus 30 haben. Sparen uns ein bisschen Militärpunkte. Natürlich wird es noch gehabt, das müsste aktuell auch auf 1.9 funktionieren, soweit ich weiß. Es gibt keinen Grund, warum da nicht mehr dran gearbeitet werden sollte. Und so die letzte, also ich habe für 1.9 schon mal eine Version gesehen. Ja, Portugal und Spanien vernichten ist immer eine gute Idee. So, den können wir jetzt einfach drin lassen. Ah, verdammt, euch habe ich jetzt vergessen, es war, es musste passieren. Gut, schlecht. Kasan! Come on! Wir glauben an dich! Trotzdem rein, sie haben keine Moral!
Wahrscheinlich schaffen sie es trotzdem nicht. Tatsache, sie schaffen es trotzdem nicht. Kazan, tut mir leid, aber ich habe keine Lust auf diesen Krieg. Sind mir Kazan zwar ein bisschen übel, aber ist nicht so problematisch. So. Alles, was ich jetzt bräuchte, dass ihr euren Krieg beendet. Ach, ich habe mehrere Missionare, das habe ich ja total vergessen. Sebastian, probieren wir jetzt zurück nochmal. Dann probieren wir jetzt nochmal Missionarsexploit. April hat 30. Sehr schön. Zum einen sind ein bisschen veraltet, Slay or Die. Das wird sich auch bis, ich schätze mal, in 2 Wochen sollte sich das ändern. Also nach dem 18. Februar, da werde ich damit anfangen, eine aktuelle Version zu erstellen. So, Aleppo, da kriege ich Ansprüche über die Mission. Was könnte ich sonst noch brauchen in Bezug auf Ansprüche? Ich überlege gerade so ein bisschen, was ich an lustigen Sachen vorhaben könnte. Aber irgendwie fällt mir nicht wirklich viel ein. Ich könnte einen Haufen Ansprüche auf Bosnien fingieren und die irgendwann einfach mal durchannektieren. Ich könnte hergehen und ein paar, ja, die habe ich schon gebaut, da Manpower-Gebäude verteilen. Da Manpower immer eines der großen Sachen ist, die einen halt am Fortschreiten hindern. Ah ja, jetzt sind sie fertig. Sehr schön. Und nein! Nicht um eins! Nicht um eins! Verdammt nochmal! Ich habe Assof erobert? Das ist aber schon länger her, oder? Boah! Nicht um eins! Nicht um eins! Wie viel habe ich angeblich? Verdammt, das zählt schon als 3, gell? Deswegen habe ich plus 6. Ich hasse dich, du minderwertiges Drecksspiel. Ich hasse dich. Vor allem bei 47 auch nicht reicht, oder? Osmanische militärische Macht. Hätte mich auch sehr gewundert, Tessel, wenn dem nicht der Fall wäre. Hätte mich sehr gewundert. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ich hab grad... Ah, das ist doch nicht feierlich. Freundliche Haltung, Staatsehe. Beziehung hat ja gar nicht mal was damit zu tun, sehe ich gerade. Verdammt. Das Einzige, was ich wirklich ändern kann, ist meine militärische Macht. Ich kann echt nichts ändern, das ist doch pervers. Das wird sein, Lenski. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es wird halt nicht reichen, das weiß ich jetzt schon.
Da ist halt nicht mal was geändert. Erhöht deine Autonomie, Blab-Eis, und irgendwas machst du falsch, wenn du mit Russland Probleme hast. Blöd gesagt, nee, ganz im Ernst, schau, ob du, wie hoch ist deine Stabilität, wie hoch ist deine Legitimität, dass du einen Berater, der minus 3 gibt. Kannst du deine Überexpansion erhöhen, kannst du deine Kriegsmüdigkeit reduzieren. Alles Mögliche eigentlich. Alles Mögliche. Sie haben ein Geschenk, keine Sorge. Ich habe schon alles gemacht, was ich für Beziehungen machen kann. Keine Sorge. Außerdem hilft mir meine Beziehung nicht. Ich brauche irgendwas anderes zum Erhöhen. Ich brauche irgendwie kurzzeitig mehr diplomatischen Ruf. Oder irgendwas anderes. Und ich weiß gerade nicht, was ich tun kann. Aber ich glaube, ich kann nichts tun. Und das erneut mich gerade. Es ist unglaublich. Ja, ich brauche mehr Grundsteuer, genau. Das Problem ist, es wird nichts helfen, weil bis ich mehr Grundsteuer habe, ist irgendwas anderes falsch. Gott, nervt mich das gerade. Es ist so... Einfach nur halt... Nur um mir ins Gesicht zu kacken, auf gut Deutsch. Kein anderer Grund. Aber okay. Komm vor. Hilft nichts. Einziger Sache, gar nicht weiterspielen. Die Blutgeschick 3. Dir ist bewusst, dass Berater nicht verschiedene Fähigkeiten haben, oder? Mein Ruf ist auf 2,5 und wird auf 3 aufgerundet, Lensky, keine Sorge. Und zu Sven, gegen meine Legitimität kann ich nichts tun. Ich kann nur darauf hoffen, dass Asov irgendwann mal fertig gekort wird. Damit die Überexpansion sich mal ein bisschen reduziert. Warten wir noch ein bisschen. Obwohl, wie viel kostest du denn? Hat nicht mal was geändert. Ja, dann hole ich mir jetzt Levante und schaue, ob ich dann genügend Grundsteuer habe. Es wird nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Aber was soll man machen? Hilft alles nichts. Okay, machen wir jetzt den ersten Schnitt für YouTube und bin ich sofort wieder da. Bis gleich.